Hallo Freunde, Alfa Romeo 156 V6 24V. Seht ihr das? Ölwasserwärmetauscher. Der Hilfsrahmen, woran der Hilfsrahmen vom Generator befestigt ist. Ja, ihr könnt den abschrauben. Seht ihr die drei Schrauben? Zack, zack, zack. Drei Schrauben. So, man kriegt den trotzdem nicht durchs Rathaus raus. Aber jetzt kommt's. Er geht hier oben raus. Hier oben. Seht ihr das? Ich brauche jetzt nur einmal kräftig ziehen, zack, und dann habe ich ihn in der Hand. Und der Ölfilterflansch ist noch drauf. Ich kann das von hier schlecht zeigen. Gehen wir mal hier ins Rathaus, seht ihr? Ölfilterflansch ist noch drauf. Weil ich habe alle Schrauben los, bin ich der Meinung, vom Ölfilterflansch. Bis auf beim 156er, ich zeige das mal hier. Boah, Mann, ich falle hier noch aufs Maul. Okay, mal sehen, wie müssen wir das denn drehen? So, die Sichtweise hat man, ne? Gut, der hier, genau der, die Schraube fehlt. Hier ist eine 13er. Hier oben die T40. Und die ist beim 156er nicht da. Ich weiß nicht, ob ich es deshalb nicht abbekomme. Jedenfalls habe ich hier, da, hinten gehebelt. Ich kriege Luft zwischen der Dichtung. Ich sehe die Dichtung und so, aber irgendwo hier, in diesem Bereich, muss er irgendwo fest sein. Aber ich habe die Schrauben losgemacht. Jedenfalls kriege ich den Ölfilterflansch so erstmal nicht ab. Ich müsste da ein bisschen tüfteln. Aber muss ja auch nichts. Ich konnte ja schon vorher, als ich den Ölwärmetauscher ab hatte, ich glaube sogar schon mit Ölwärmetauscher war noch drauf, konnte ich die Lima hier so hoch machen und über den ganzen Kram hinüber machen auf die andere Seite. Ich habe dann zwar hier weitergearbeitet, aber von da hinten, ne, also von hier jetzt, da hinten war die Lima, konnte ich sie dann hier oben hin machen und hier ziehe ich sie dann raus. Also ist das keine dicke Sache. Im Grunde, ich werde das morgen beschreiben, welchen Weg man nimmt für die Lima, um sie so rauszukriegen. Ist im Grunde nicht schwer. Ich wollte es nur schon mal sagen, ne? Ich hole die Lima oben raus.